Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Wieder mit der Julia. Ach ja, Riven, genau, da ist die Julia. Hallo. Riven Top Lane. Und wir spielen heute Chaco im Jungle, eigentlich einen recht early starken Late Game. Mal schauen, wie er ihn spielt, aber man kann viel mit ihm carry, mal schauen. Bin eher gespannt, wie Julia spielen wird. Ja, das muss ich echt zugeben. Naja, du hast mich ja geteacht, was Riven angeht. Geteacht. Aber schauen wir mal. Da nehme ich nicht. Die erste Aufnahme, ja, Joachim, das ist die erste Aufnahme mit deinem PC, der jetzt mein PC ist und mit meinem neuen Mikrofon. Das ist hier voll die Premiere. Was mein Mikrofon ist. Nein, es ist meins. Oh. Und ich könnte eventuell mich ein bisschen gedämpft anhören, aber ich darf nicht allzu laut sein. Gorgonzola, Gorgonzola, no. Ist auf, klar. Der ist Gorgonzola. Der ist Gorgonzola. Gorr. Ganz viel. Wo ist der Gorgonzola? Der kommt. Kann man nicht AFK sein. Das ist der Gorgonzola. Ich will ja nichts sagen, aber der hat 5 AP, der Gorgonzola. Der Ulti besonders stark. Mit 5 AP, ja klar. Das wäre aber auch mal ganz witzig, ne? So, wenn man fertig ausgebaut ist, noch ein Item hätte. Los, Boxen, Bild, töten! Dann kannst du Boxen, seid ihr so scheiße? AP kaufen. Kannst du machen, viel Spaß. Weiter mal die Wölfe. Ja, ein Wade als Chaco. Das ist halt unwahrscheinlich, dass jemand Chaco invadet, aber gut. Wer weiß. Will der nicht farmen? Ich glaube, der hat Angst vor mir. So, der Jax. Ja, das ist early ziemlich schwach. Das ist nicht ein Fehler, aber... Was denn? Jetzt den Stun als zweites zu skillen und da ist ein Minion im Hintergrund flöten gegangen. Nö, aber er kann nicht viel machen, eigentlich. Passt schon. Der eigentlich ein Gate stirbt er einfach. Der kann Box. Mich ja auch stunnen. Hallo, greif mich an. Ja, gut, das schon, aber... Hab ich auch nicht gesehen. So viel. Hm. Weil es bringt ein bisschen was, aber es geht. Mein Problem ist, ich habe keine Runde, weil es... lange da bisher immer noch. Also ich muss schon lange weggehen. Schade. Weil eigentlich das Early Game für Chaco richtig wertvoll ist halt. Endlich mit Minions gemacht und Ignite und Auto-Tech. Ah, schade. Jungle kam von hinten. Ah, das sind schon. Okay, nice. Das ist der Jungle, der Midlane auch. Ihr bist tot. Nice. Weiter rennen. Ja, laufen. Wunderbar. Es wurde noch gepinkt und ich habe absolut nicht drauf geachtet. Warum war gekillt. Von was war der down? Die Minions? Eigentlich, du hast ja alles drauf raufgehauen außerdem. Außer Ignite. Ich wollte noch igniten, was natürlich nicht ging, klar. Viel zu weit weg. Ja, nice. Easy. Ja. Der war wie Butter in meinen Händen. Hihi. Das ist halt Early Game, das ist halt ziemlich scheiße. Alle 6 musst du halt ein bisschen aufpassen gegen ihn, außer wenn du ein paar Kills gemacht hast, dann passt das schon. Okay. Wenn er schnell hinten liegt, werde ich oben mal ganken können. Die Mitte kam rauf? Ja, die Mitte. Die ist Assassin, das heißt, sie will halt irgendwie ein bisschen rumlaufen und Kills machen. Ach, so der typische Cutter so quasi. Na, LeBlanc ist Single-Target dafür. Ich bin da. Ja, du kannst mal reingehen. Jo. Ich bin da. Knight ist drauf, Slow ist drauf. Wunderbar. Ich hab auch abgefarmt. Nee, ich hab nicht geknightet. Warum hab ich? Ich hab geknightet. Kann ich dann nicht auch nochmal igniten? Natürlich, könntest du. Komisch. Also, es ist halt so ein typischer Chaco-Trick. Einer verliert die Lane, nochmal drauf. Immer auf die Wunden drauf. Weißt du? Mhm. Mein Trick ist jetzt nicht wirklich, aber weißt du, was ich meine mit Trick? Ja. Immer schön auf die, die schwach sind, nochmal rauf. Schon mal schön, für das ist. Heißt, wenn der nochmal raufkommt, dann gehe ich nochmal wieder rauf. Der Botlane braucht auch ein bisschen Hilfe. Mal gucken, ich habe Botlane dann gleich. Ja, kein Problem. Solange nicht plötzlich der Jungler kommt.
Nee, der wird. Lass mich irgendwie beschreiben, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber das ist halt ein Scheiß. Er spielt TF im Jungle. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es ist schlecht. Okay. Das ist halt Midlaner TF. Mhm. Yari Jungle. Würde ich vorstellen. Mhm. Aber ist nicht der erste, den ich sehe, leider, letzten Tage. Entweder hat es irgendein Großer gespielt, aus Langeweile und Jux oder keine Ahnung. Das kann durchaus möglich sein. Ehrlich, ich sollte nicht zurückgehen. Er wird ja Level 6 ziemlich stark, wie ich es gesagt habe. Mhm. Irgendwas gestorben unten. Überhaupt ging an unser Ash. Wunderbar. Vom Farm abgehalten. Das ist schön. Wer halt nichts machen kann. Ja. Ich rush mal hier ein bisschen Lives, dass ich halt bis noch im Game bleiben kann. Ach nee, der ist noch da. Ja, er kann halt nicht viel machen. Hm. Pass halt nur auf, wenn er während seiner Stunts, also seine Rumrotieren, von Minions angegriffen wird, oder von anderen Sachen, ist ja egal, dann erhöht sich sein Schaden von dem Stun. Okay. Also er versucht halt, Minions zu tanken, um die halt viel Schaden zu machen, aber ja, wie du siehst du nichts. Aber so bloß nicht zu diven, das bringt halt gar nichts. Ja, ich wollte gerade, diven brauche ich nicht, da ist auch noch viel, hat er noch viel zu viel Leben. Ja, das auch. Ich sollte mal ein bisschen... Da hatte gehen. Ich zu viel Leben, aber ich traue es dir nicht so, dass du die Combo rauskriegst, komplett ohne dann zu sterben, sinnlos. Dann liegst du da hinten, muss halt nicht sein. Ich hab. Könntest du locker mit der Ulti als töten, theoretisch. Jetzt meinst du? Würde ich generell, aber. Übertreib's halt einfach nicht. Bringt ja nichts. Ja, klar. Hm. Ups, den Minion hätte ich eigentlich schnappen können. Nice! Geschenkt, aber gut, danke fürs Webplay. Ich habe meine Ulti übrigens blöderweise nicht geskillt gehabt. Na, ich hau mal lieber ab. War gerade komisch. Mitte nicht da ist, ich weiß nicht. Ich hab da ja, TF war halt. Warte hier, keine Ahnung, was er von mir wollte. Also der ist ein komischer Jungler. Ich hab 1600 zum Ausgeben. Da gehe ich lieber zurück. Mach das. Brutalizer. Midlaner unten ist auch gestorben. Ist bisher ein relativ einfaches Game. Der einzige Tod ist ja unser Midlaner. Mhm. Mal gucken. Ist er da? Nee. Er ist zurückgegangen. Der fehlt. Nee, da ist er wieder. Na, du machst das schon. Er hat doch keine Resistenzen, keine Rüstung, keine Magieresistenz, gar nichts. Das ist auch super für mich. Er hat nur AD voll seine Runen drin, scheinbar, um viel Schaden zu machen. Twisted Fate ist unterwegs hierher. Ja, er kann halt ulten, denkt er kann porten. Also beeil dich, lauf einfach zu. Portet sich jede TMF. Also? Dann? Hm. Gerade Toplane. Hätte, glaube ich, ein bisschen mehr springen müssen vorher schon. Den Kuh dann eh anzukommen. Ja, ja du, der hat auf safe gespielt. Immerhin habe ich den schon gewaltig runtergekloppt. Naja. Ja. Ich habe halt Kills geschenkt bekommen gerade die ganze Zeit. Sehr schön. Denkt nicht, aber. Ach, der ist noch da. Die haben halt low recalled. Also mit low AP. Und die haben einmal den Shuriken reingeworfen. Mhm. Hat Chaco taucht von hinten auf, tötet dich einfach und du hast ein Problem. Interessant. Wo ist er? Da ist er. Na gut. Warte auf mich einfach. Mhm. Doppelkill für die LeBlanc. Macht kein E oder so, einfach freiwillig. Hm. Die machen es anders. Ich tue, als ob ich irgendeinen angreife, okay? Mein Klon nur. Lass einfach sterben, mein Klon, bitte. Okay. Du gehst auf ihn zu einfach, als wenn wir ihn töten wollen. Er wird E machen und dann kann man ihn töten. Okay, E ist raus, jetzt los. Go. Oh, das Ignite raus. Oh, das Kill bekommen. Okay, alles gut. Ja, der Flash war unnötig, aber ey. Hast du gesehen, was ich gemacht habe, ja? Ich habe meinen Klon einfach den E rausgebait, um ihn dann zu töten, im Endeffekt. Bei 1 sind dahinter.
Also solange das eh raus ist, kann er mich Start am Tor, weil ich einfach gestorben bin, los, weißt du? Hm. Wow. Ich geh mal lieber weg. Du hättest einfach ulten können, hättest nicht so viel Tower-Schaden gefressen. Ja, das war natürlich blöd von mir. Aber 3-0 läuft ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich hab ja auch ein bisschen gefokust in Jacks ein bisschen. Müsst du langsam mal Botlane gehen, die haben echt Probleme. Ja, ja, kein Problem. Also ich denke... Ja, ich sehe halt immer oben einfache Kills, also das ist das ganze Ziel. Ja. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ob ich noch Probleme bekomme jetzt mit ihm oder nicht. Auf alle Fälle habe ich jetzt das Tiamat. Hm? Also ganz gut. Mach beim Aktivieren Flächenschaden, oder wie? Genau. Okay. Und ich kann sofort nochmal angreifen. Irgendwie tut er mir ja ein bisschen leid, weil er so ziemlich gar nicht farmt. Muss ich gestehen. Schön. Noch ein Kill für uns. Also. Entweder ist er neu, anders kann ich es mir nicht erklären. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich mach mal so lang die Krabbe hier, ey. So viel der Ward hier verschwindet. Hier lang fehlt wieder was auf. Ja, ja. Mach mal die Krabbe hier. Keine Ahnung, wo die ist. Der hat fast gestorben. Wäre ärgerlich gewesen. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Er hat im Busch gelaufen, um halt den TF in die Boxen zu baiten. Mhm. Und er ist dann halt mit der Jinx-Ulti hinterhergeflogen. Also Jinx-Ulti kam halt, er kam halt mit der Stun-Karte an. War nicht so praktisch. Wow, hat er noch 250 Leben gehabt oder so. Okay, nur einfach Ulti. Und fertig. Und hier war ich nicht vergessen zwischendurch. Hab ich. Oh, okay, hab ich nicht gesehen. Okay, jetzt wäre Lifestyle nicht schlecht. Der F kommt hoch, beeil dich, lauf weg. Dann ihn, wenn er kommt. Dann kommst du nicht. Er hält sich dann müssen an der Position, wo er geportet ist. Hm. Dann eh machen. Also da, wo das Bruder auftaucht, dann und dann eh. Ja. Ja doch. Am besten kommen wahrscheinlich. Hm. Beziehungsweise nicht so viel Schaden gefressen. Ja, es war jetzt nicht gut gespielt. Überhaupt eh gemacht? Hab ich nie gesehen. Kriegt da eine Menge Schaden ab. Ja, doch, hab ich. Und dann erst die W. Also viel zu weit weg eigentlich. War es wurscht. Bottle läuft auch wieder, aber langes Botlane. Aber. Ah, schade. Ah, na gut. Sehr schön. Zwei Kills nochmal gehabt. Naja, gut. Der Supporter ist nicht so schön. Da geht halt noch. Da ist er wieder. Mein Geist ist nicht verloren. Mal gucken. Das lief gerade gar nicht so prächtig gegen ihn. Das war knapp, muss ich gestehen. Wird halt stärker immer mehr. Ja. Und das mit dem bisschen Farm? Der hat einen Jax. 50 Farm hat er, was hast du? 77, ne? Na gut. Hast du, ja, passt. Naja, ich würde ihn eigentlich lieber lassen, aber er ist weggesprungen, da muss ich ihn nehmen. Ja, kein Problem. Ignite hat leider auch nicht rechtzeitig. Nee, war schon weg, ich hab's gesehen. Hat ja nur 50 Leben gehabt oder sowas. Hm. Sollte dann demnächst mal Mitte helfen kommen, hm? Ah. Die App ist hier. Oh Gott. Lange ist bei mir. Okay. Hier muss die Mitte helfen gehen, hast du wieder pushen. Muss okay. Nur aufpassen, muss halt ein bisschen boarden. Okay. Das kauft ja auch Boards oder sowas ein bisschen ab und zu mal. Ich habe trotzdem nur 91 Farm. So? Na, ist da noch okay. Naja. War nicht optimal, aber guck mal, was sein Farm hat vor allem. Das stimmt. 40 Farm weniger als Sushi 0,5. Was willst du denn mehr? Das hätte ich vergessen, wenn du öfter halt All-In gehst. Der ist natürlich auch Farm, weil du weggehen musst. So lange mit Botlane irgendwas reißen. Fällt mir halt nicht. Mhm. Also, aber die kriegen wir nicht, die ist so schnell und jumpen. Wo ist sie denn jetzt? Da ungefähr, ja. Hier musst du sein. Wahrscheinlich hier unten. Hinter uns. Oh, fuck. Hinter uns. Das war blöd. Hab's da. Das schon.
kann kurz Tower pushen. Wollt Drachen machen, wenn du schon mal hier bist? Achso, du musst Toplane gehen. Ja, geh Toplane hin, ich mach den Drachen. Ich hab zwei Schlagwurst im Endeffekt. Läuft, keine Franzosen im Spiel läuft. So, Tower ist weg. Ja, aber der Tower ist weg. Oben halt bei dir. Ja. Muss noch wieder hochgehen irgendwie. Ja, aber. Ja, war halt ein geschenkter Tower im Endeffekt. Ja, klar. Hätte es in Ruhe. Da kann man die LeBlanc töten in der Mitte, aber es war halt nicht unbedingt. Na, für den Drachen vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber für den Drachen. Achtung. Ich schau nochmal. Vielleicht kann ich ihn ja. Na, aber der sieht mich. Oder? Vielleicht kann ich. Naja, wenn er von unten überrascht oder sowas. Ich weiß nicht. Probier es. Er ist weg. Der wird erst mit dir ganken oder sowas, er weiß. Er macht keinen Buff gerade, hast du da geguckt? Nee. Haben wir einen Rapper vielleicht gemacht oder sowas? Wäre natürlich ärgerlich, wenn der jetzt weg ist. Der ist noch da. Weiß ich nicht. Der auf den Blödsinn macht. Ja. Weiß es leider auch nicht. So. Wave clearen mit dem Brutalizer ist echt eine schöne Sache. Oh, Jax ist Mitte. Komme. Nee, push ruhig weiter. Was soll er machen? Achso, Jax, ja, Jax. Soll er Mitte sein? Ah! Was? Ernsthaft eins. Jetzt? Was denn? Ist er jetzt extra hergeultet? Na ja, komm, lass pushen, wir beide uns hier am Hart. Das ist extra hergeultet? Ja. Wie fies. Akku-Tank. Und weg. Cool. Nee, doch, weg. Okay. Ist halt ein Free Tower, weißt du? Ja, klar. Muss ja nicht übertreiben. Bringt auch Geld. Oh, in der Mitte wäre so schön, eine Farm. Checks kommt. Naja. Ich glaube, der traut sich nicht. Ich auch. Na, wenn er in Langhammer kommt oder sowas, weißt du nicht, wo die alle sind. Dann gehe ich lieber weg. Das hole ich nicht. Die ist zwar auch 5-0, aber ich will es ja nicht riskieren. Brutalizer auch. Aber noch kein Infinity Edge zum Beispiel. Ja. Mal gucken. Oh, das bisschen Money, das mir hier fehlt. Ja, läuft ja gar nicht mal so schlecht. Nö, ist ja ganz gut eigentlich. Halt geschenkte Kills für mich war am Anfang ganz gut. Mhm. Die Morgan, die halt low recalled ist, also ist am Tower, rangesprungen, einfach ein Shuriken ins Gesicht geworfen, das war's. Also Kunai, Shuriken ist es ja nicht. Genau zu sein. Erstmal, dass die Boxen die Fröschen nicht angreifen, wenn ich sie lange genug rampatze, rampacke. Irgendwie nie bei mir. Aber gut. Wird schon. Oh, ich mach so viel Schaden, der Krabbe. Läuft. Man stirbt die noch. Nein, das ist meine irgendwann. Krabbe. Das ist meine Krabbe. Meine Krabbe. Hin. Und? Was sie bekommen. Ja. Brav. Ist schon geholt. Okay. Hier ist ein Blattbub. Ja, schön. Willst du den? Eigentlich schon. Okay. Achtung. Geh auch mal nah ran. Der hinter uns. Einen habe ich. Ja, ihr scheinbar. Ne, kriegt er nicht mal, okay. Nein. Den drivest du noch nicht? Ich will auch einen. Ich wollte noch igniten. Habe ich. Weil, wenn ich dive, wenn du enttäuscht zu dive, dann dive auch bitte. Okay. Ich bin jetzt gedived, ohne dich. Entschuldigung. Ja, es ein Tower ist. Ein Tower schon gestorben. Ist zu tun, als ob du divest. Okay. Dive auch. Gern geschehen. Oh Gott, tot.
Du lebst ja noch. Ja, ich hab eins geschafft mit der Ulti gedodged, glaube ich. Ich hoffe jedenfalls. Okay. Die Chain zu dodgen. Aber ich glaube, ich hab's einfach so gemisst, ich weiß es nicht genau. Also eigentlich wollte ich dodgen, also live oder gemisst. Hm. Aber ist okay. Weil ich time mich ja eine halbe Sekunde lang auf und zwei Schakos, weißt du? Ja. Ja, der Vorteil ist ja daran, dass ich einfach bloß nicht getroffen werden kann in der Zeit. Wo geht Schako hin? Ich bin Schako, bin woanders. Meinst TF, der jetzt gestorben ist. Ah. Haben die da die TF? Die haben auch schon TF. Top-Lane fahren. Soll ich machen? Okay, ich mach. Mach doch ein bisschen Druck da unten. Ja. Marco kann halt wunderbar Split pushen später. Ja, Mat, viel Schaden. Man hält nichts aus, also wirklich gar nichts in Schako, aber das ist ganz gut. Wie wär's mit einem Danke, dass ich dir den. Ah. Was denn? Dass ich dir den Ding gegeben habe. Lubab? Ja. Aber erst rumheulen. Ja, weil sie sich nicht bedankt hat, die Idee ist. Die im Übrigen auch deutsch sein sollte. Ich glaube, ich hole mir letzten alle Abend. Deutsch, glaube ich. Letzter Atemzug, ja. Das ist ganz gut. Frage ist, schaffe ich jetzt den Jax alleine schon mittlerweile? Weil ich mache guten Schaden. Ich teste einmal, wie viel Schaden ich genau mache. Ich bin gespannt. Oh, wow, Wachi. Oh. Ja, aber das war trotzdem noch ein Jax. Ja, er das war den falschen knapp. An. Das war ja, den falschen angegriffen. Ja, hast du Glück gehabt, oder? Boah, auch so hättest du überlebt, scheinbar. Wusste es, das war im Busch. Hast du gesehen? Nein, leider nicht. Ich bin nämlich schon auf der Ich bin beim Klon gerade in den Busch gelaufen, da war einfach nur eine Blanke drin. Oh. Okay. Du willst pushen, LeBlanc. Ja, sollst du dich pushen, wir kümmern uns um Drake. Ich will sie machen, ich will den mal abfangen. Schade, ich will nicht pushen. Drake und Drake ist immer riskant. Ja, mach mal. Ja, komm, dann. Ich habe Smite bei. Ja, wenn du jetzt klauen. Das meinst du. Waffen tut er nicht auf jeden Fall, aber der hat einmal. Dann kommt der TF in den Cloud und hab da halt keinen Drachen. Okay, das ist ein Argument. Oh, ich hab ein Problem, glaube ich. Überlebst du das? TF und ich kommen. Oh, wow. Überlebst du das? Bam! Bam, bam! Oh, Flash. Oh, da kommt die Karte an von TF. Zu meiner Box, oder? Zu meiner Box, rechts, 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 rechts. Na gut. Er würde halt gefiert kurz. Mm-hmm. Also, läuft kurz weg. Passt. Ja, ich hab so, 2000 Gold. Ah, ich brauche noch ein bisschen mehr Gold. Tastentreffen. Boah, jetzt bin ich wieder gegangen. Ja. Ich brauche noch 200 Gold, bevor ich beginne. Mm. Oh, es war 200 Gold. Dann kann ich beginnen. Dauer gemacht. Schön. So, jetzt habe ich 2000 Gold mehr. Das heißt, ich bin noch stärker als vorher. Ja, ich brauche noch ein bisschen Money. Schako ist einfach so geil, wenn du ins Game reinkommst und hast du einfach zack, 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 jeder Kill ist dein. Ja, so soll es ja auch sein. Ja, aber Schako ist echt schwierig zu spielen, weil er nichts aushält einfach. Eine gute Combo von Jax, sonst irgendwas, ich bin einfach tot. LeBlanc? Oh. Ich bin LeBlanc. Ulti im Gesicht und tot. Krass. Ja, das machen die auch schon 10 Kills. Ja. GG. Oh, schade. Vorbei. GG. Gut, dann würde ich aber sagen, danke fürs Zuschauen, lasst vielleicht einen Daumen da, egal ob hoch oder runter, Kommentare und so weiter und so fort. Schaut bei Julia vorbei und bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.